Servus miteinander und willkommen bei Dark Souls zurück. Leider jetzt ohne Mike, weil der Mike sich was selbst macht. Vielleicht kommt er später noch dazu. Wir starten auf jeden Fall erstmal den Timer. Ich muss mal ganz kurz weg. Einen Moment, eine Sekunde. So, wir brauchen einen Timer. Stoppuhr, Timer. Da ist der Timer. So. Wir hauen mal den Timer raus. Also der zweite Boss hier, den fand ich schon ziemlich eklig jetzt. Also der hat mich einiges jetzt an Nerven gekostet. So, wir müssen aber nochmal in die Ebene zurück. Und zwar, weil es anscheinend da noch weitergeht, hat der Mike gesagt. Deshalb gehen wir jetzt nochmal hin. Dann gucken wir uns das Ganze an. So, wir sind vergiftet. Ja, sind wir. Passt. Kein Problem. Hauen wir uns mal ganz schnell hier. So ein Küchchen rein. Und ich hoffe, dass das mit dem ganzen Gift jetzt endlich mal aufhört. Mit dem Schmarrn. So. Und zwar ist, wo war hier diese Loch, dieses Loch? Hier. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Das ist nämlich hier ein Ur-Leuchtfeuer. Da sind Schlangen. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Was steht hier? Visionen von Gift. Kopf wird benötigt. Keine Ahnung. Gehen wir mal hin. Okay. Anscheinend porten wir uns jetzt in eine andere Ebene. Reines Glück. Hä, wo sind hier so viele Leute gestorben? Was machen denn die? Boss. Okay. Vorsicht vor schweren Nöte. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll hier. Schlüssel wird benötigt. Haben wir einen Schlüssel? Weiß ich nicht. Geschlossen. Also ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier tun müssen. Keine Ahnung.
Also irgendeinen Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall. Dann gehen wir halt wieder zurück, ne? Hilft ja nichts. So. Und von hier geht's zurück nach Majula. Und von hier. So, wo gehen wir hin? Ich weiß nicht, ob wir mit dem Loch fertig sind. Ich gehe jetzt mal davon aus. Bis das weitergeht. Keine Ahnung. Unten war da noch unten ein Nebel. Gute Frage. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwas im Gefühl, dass da unten noch eine Nebelwand war. Schauen wir mal, wenn es nicht stimmt, dann. Und zwar irgendwo hier war eine Nebelwand. Sehen die Nebelwand? Oder habe ich mich jetzt echt vertan? Irgendwo dachte ich, eine Boss Area zu haben. Schaut's mal hier rüber. Hier war der Hund, ne? Da ist der Hund wieder. Oh, leck, ich bin gestorben. Ich muss meine 14.000 Seelen zurückholen. Okay, Konzentration. Shit. Das lief jetzt halt nicht so cool, wie ich es mir gedacht hatte. So, jetzt schön langsam. Auf jeden Fall meine Seelen zurück. So. Da sind meine Seelen. Genau, hier geht's rüber. Okay. Du willst hier Gift schön abklingen lassen. So, da kommen jetzt endlich hier rüber zu mir.
Nein! Was machst denn du? Ich brauche Schild. Hier sind meine Seelen. So, jetzt gehen wir mal ganz entspannt darüber. So. Und locken erstmal den Hund her. Genau. Tot. Ich heile mich hoch. Nein! Hochheilen. Und meine Seele zurück. So, soll ich was sagen? Scheiß auf die Ebene. Ich gehe zurück. Wenn es überhaupt möglich ist. Wo ist denn die Hängebrücke hier? Kann man da wieder hoch? Die alle herkommen, würde mir jetzt immer interessieren. So, komme ich jetzt hier nochmal hoch und habe jetzt die Arschkarte. Ich glaube, ich habe die Arschkarte, okay. Also ich muss hier weiterlaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leiter hoch. Hier war ich auch schon. Wow. Der hat mir übelst eine gezimmert. Hier muss ich irgendwo hin. Weil hier ist nämlich mein Leuchtfeuer. Hier kann ich aber nie. Ey, sag mal. Doch, ich muss. Wo zur Hölle kommt ihr denn alle her? So, unten ist der Hund. Ja. Okay, also wenn ich jetzt hier rüber jump, was eh schon heftig wird. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Da hinten steht einer. Und da ist aber... auch nicht mein Leuchtfeuer. Scheiße. Mega Shit. Das war knapp. Ich mache jetzt aber Folgendes, wenn es mir jetzt hier zu dumm ist.
zu dumm wird, dann, ja, mir wird sie auch zu dumm. Ich benutze einen Heimkehrknochen, ich habe da keinen Bock drauf, Leute. Also die Ebene ist mir zu dumm. 17.000 Seelen sind mir auch zu kostbar, um die jetzt zu verballern. Deshalb mache ich es jetzt so, ich gehe jetzt hier in diese Ebene zum Leuchtfeuer. Mach Jula Upgrade und dann in diese neue Windmühlen-Ebene. Genau. Und schau mal, was da dann abgeht. Steigen wir mal auf hier. Ganz knapp können wir aufsteigen. Ich hau's einfach eins nochmal in Stärke rein. So. Genau. So machen wir das. Gegenstandskiste nehmen wir noch mit. Schauen wir den ganzen Schmarrn an. Schmeißen wir alles raus, was wir nicht brauchen. Das zum Beispiel schmeißen wir raus. Passt. Gut, tun wir nicht mehr lange umeinander. Reisen. Wohin? Hä, wo ist denn die neue Ebene? Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ah, da ist sie. Schauen wir uns die Ebene mal an, was da los ist in dieser Ebene. So. Wir müssen diese Früchtchen hier auswählen. Aber so schlimm ist das Gift jetzt noch nicht. So. Na, lässt Gift wieder nach. Ja. Bald hoffentlich. Genau. So, dann nehmen wir unser Standard-Rappen erstmal Hellbade. So, Gift ist abgeklungen. Ich sehe aber schon, dass hier Gift ein sehr, sehr wichtiger Fakt ist. Ja, also willkommen erstmal hier. Wie schon gesagt, das ist die Rügenwalder Mühle, die wird matt gemacht. Oder, wenn ich mir anschaue, dass so viele Windmühlen sind, könnte auch Holland sein. boah. Was ist denn hier unten, Alter? Der sieht aus wie Herr der Ringe. Boah, und da kriechen lauter Idioten darum. Und lasst mich raten, ich muss da rein. Okay. Machen wir das. Da geht's eh nicht weiter. Probieren wir es einfach mal. So. Aufs Maul. Ja, wer? So, die geben Seelen. Von daher sind die auch gleich tot. Lebensstein, einer. Ja, hier, ne, müsst ihr aufpassen, weil wenn ich jetzt hier runter jump, kommst du nicht mehr hoch. Dann musst du diesen Scheiß-Deck durch. Deshalb. Genau, den wollte ich erstmal triggern, den Kollegen hier. Aha,
Hast du keinen Bock auf mich, oder was? Die Giftebene ist ganz schön heftig. Wie mache ich das jetzt am besten? Also hier durchzulaufen ist eigentlich Wahnsinn. Hier ist zwar haufenweise Loot, aber... Das ist ja... Alter, schau dir das mal an. Da bräuchte ich einen Ring oder sowas, um das mal alles einzusammeln. Ja, also mein Plan ist jetzt halt, hier hin zu jumpen. Und dann... Ja. So. Ja, so schaut es nämlich aus. Schwinden Titanitscherbe. Also hier geht's anscheinend Titanitscherbenmäßig gut ab. Hier. Hurra für Rettung, ja super. Wir müssen ja trotzdem jetzt hier irgendwie ums Eck. Ich will hier hoch. Ja. Lustig. Das sieht mies aus. Okay. Alter, der schießt Bälle nach mir. Da oben ist der saufende Zwerg. Ich höre es am Geräusch. Ich werde aber noch nicht zum Hingehen. LOL! What the fuck? Wenn da das auf dem Zwerg ist, dann muss ich Folgendes machen. Und zwar... Laufen! Und zwar zurück hoch. Sorry, dass ich jetzt machen muss, aber... Der saufende Zwerg, da kann man allen Scheiß verticken, was man so hat. Und zwar allen Scheiß. So. Deshalb, es wird eine langweilige Folge, aber ich rüste mich jetzt mit allem Scheiß aus, was ich habe und verscheppere alles an ihn. Gegenstandskiste. So, jetzt geht's ab hier. Alles. Alles! Alles! Volle Power! Hier auch. Alles. Ach, ich klatsche mein Inventar halt so voll, ey. Handschuhe. Alter, schau dir das mal an. So. Okay, ich habe jetzt alles dabei. Und gehe jetzt zum Kollegen Zwerg. Wenn ich an diesen Feuer, zwei Feuerspackos da vorbeikomme. Das. Ich hätte eigentlich nur mit dem. Ja, ich hätte nur mit dem Ding durchgehen sollen. Oh, das klingt aber sehr langsam ab. Okay. Ich bin geheilt von Gift.
Und jetzt geht's aber nicht wieder von vorne los, oder? Doch, es geht wieder von vorne los. Ja, egal. Aber so viel wird das nicht werden. Irgendwohin muss auf jeden Fall der Zwerg sein. So. Das freut mich, weil da kann man wirklich seinen ganzen Scheiß loswerden. Sagt die Zeit. 5 Minuten, ja, schaffen wir. So. Okay, der Skelett geht mir nach. Passt. So, jetzt darf ich hier nicht sterben. Bei denen zwei. Wo ist er denn? Der ist doch hier irgendwo. Ich höre ihn doch trinken. So weit kannst du nicht schießen, oder? Schieß mal! Weißt du, was ich jetzt mache? Oh Gott, ich sehe keine Waffe mehr vor lauter. Tja, in dein Gesicht. Tot. Und den auch gleich. Böses Mädchen. Tot. Finde ich gut. Okay, wo ist meine Hellwade? Wo ist sie denn? Da ist sie. Genau. Also wie gesagt, oberstes Prio jetzt hat. Hat der Zwerg. Das ist so das, was ich jetzt hat. Ja, komm ruhig. Kollegen, kein Thema. Ich hab für alle was da. Passt. So, sehen wir mal Meister voraus oder hier. Okay. Gelogen also. Wie alles in diesem Scheißspiel. Ich möchte jetzt gerne zum Zwerg, wenn es möglich wäre. Der ist irgendwo da hinten, diese Windmühle. Ich habe noch Saufen gehört. Wappenring lauernder Drache. Uiuiui, plus eins. Was ist der Wappenring lauernder Drache? Da. Was tust du? Lange Zeit eingesetzt, bestand sie in der Drache. Er verlängert. Zauber. Ich kann schon wieder zaubern, ich kann schon wieder so kotzen. Na dann, Hebel ziehen. Jetzt geht das Ding hier unten auf. Scheiße. Also die wollen, dass ich jetzt dahin sprinte. Ich habe kein einziges erwischt. Ich bin so dumm. Und es regt mich so hart auf. Meine Fresse. Zerstören wird benötigt, dann Vision von Schatz. Was? Truhe voraus, dann Gift.
Erz voraus. Da ist Schatz, okay. Shit. Nicht schlecht, okay, alles cool. Der hat mich one-geschottet! Der hat mich one-geschottet! Ich glaub's nicht. Jetzt bin ich richtig entsetzt. Ach du Scheiße, Alter! Der hat mich One-Shot gemacht! Okay, boah. Mit diesem Schock verlasse ich erst einmal diese Aufnahme und sag danke fürs Zuschauen. Holy fuck.